Ja, sehr verehrte Frau Professor Niebler, sehr geehrter Herr Landrat Gürtner, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Kastner, ich freue mich ganz besonders, dass ich Sie heute Abend hier virtuell im neuen Rathaus in Ingolstadt begrüßen darf. Ich darf Ihnen auch ganz herzliche Grüße von unserem Oberbürgermeister und der ganzen Stadtspitze überbringen. Ich darf Ihnen zu Ihnen heute als Wirtschaftsreferent der Stadt sprechen und ich bin gebeten worden, zu zwei Punkten Stellung zu nehmen. Einmal zur aktuellen wirtschaftlichen Lage in Ingolstadt und der Region und zum anderen zu unseren Zukunftsaussichten, zu einem Blick in die Zukunft. Und ich habe das gefasst in zweimal drei Thesen, die ich mit Ihnen diskutieren will. Drei zur aktuellen Lage, drei zur Zukunft. Und meine erste These ist, in Summe ist Ingolstadts Wirtschaft in der Krise erstaunlich resilient. Und ich glaube, das ist etwas, auf das Sie alle drauf stolz sein können. Es gilt insbesondere natürlich, wenn wir unsere großen Arbeitgeber betrachten. Heute war Bilanzpressekonferenz von unserem größten Arbeitgeber Audi. Das haben Sie sicherlich verfolgt. Und Audi hat ein robustes Ergebnis verkündet. Nach einem ersten Halbjahr, was nicht so gut lief, gab es eine deutliche Erholung im zweiten Halbjahr. Das vierte Quartal war das beste Quartal, so wurde es berichtet, der Unternehmensgeschichte. Es gab zwar einen Umsatzrückgang von 10%, aber ein deutlich positives operatives Ergebnis. Es gibt eine vorsichtig optimistische Prognose für dieses Jahr. Und insofern sehen wir, dass unser größter Arbeitgeber die ganze Region an dieser Stelle stabilisiert. Und es ist auch bei anderen großen Firmen so, wenn wir mal zu den großen Zulieferern kommen. Wir haben ja Conti in Ingolstadt, wir haben Schaeffler. Auch bei beiden sehen wir Umsatzrückgänge so von 10-15% in 2020. Aber zum Beispiel bei Conti insgesamt auch ein positives operatives Ergebnis. Bei Schaeffler mindestens mal eine deutliche Erholung im vierten Quartal. Also auch hier sehen wir, was die Arbeitsplatzentwicklung angeht, dass das Schlimmste eigentlich an Ingolstadt vorübergegangen sind und wir letztendlich nicht so schlecht darstellen. Airbus Defence and Space ist auch eine besondere Stütze der Region. Wir haben, was Airbus angeht, natürlich Milliarden Verluste erlebt, was den ganzen Konzern angeht. Aber innerhalb des Airbus-Konzerns ist gerade die Verteidigungssparte Defence and Space ein positiver Kontrapunkt. Wir sehen hier ein deutliches Plus bei Aufträgen, Aussicht auf hohe Zahlen von Folgebestellungen. Also auch hier sehen wir eine positive Entwicklung. Auch Mediasaturn, ein sehr großer Arbeitgeber hier am Standort, hat natürlich Einbußen durch Schließungen erlebt, aber kann andererseits vom Onlinehandel sehr stark profitieren. Und auch dort ist eigentlich das sozusagen nicht mehr die Rede von der Krise, die es ja in den vergangenen Jahren auch dort gab, sondern man arbeitet an der Zukunft. Jetzt habe ich ein paar große rausgenommen. Es gibt natürlich viele weniger große, mittelgroße, kleinere Unternehmen, für die das im Grundsatz auch gilt. Aber es gilt nicht für alle. Denn, und das ist jetzt meine zweite These, wenn wir zu einer differenzierten Betrachtung kommen, dann sehen wir natürlich auch in Ingolstadt und der Region Verlierer. Wenn wir aufs Handwerk schauen, dann geht es da noch vergleichsweise gut. Wir sehen nur leichte Rückläufe in den Umsätzen, nahezu konstante Arbeitsplatzzahl. Sicherlich ein Grund, die stabile Baukonjunktur, die sich hier auswirkt. Beim Einzelhandel ist es wiederum sehr differenziert. In Summe wissen Sie alle, sehen wir ja positive Verbesserungen im Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Das gilt natürlich für den Onlinehandel ganz besonders, weniger stark für den stationären Handel. Im Bereich des stationären Handels ist Lebensmittel nimmt stark zu, aber Bekleidung und Schuhe, das ist auch gerade in Ingolstadt ein Thema, geht sehr stark zurück. Wir haben in Ingolstadt etwa 20% Umsatzrückgang in dem Jahr zu verzeichnen. Wir versuchen natürlich auch als Stadt da zu unterstützen, indem wir eine eigene lokale Online-Plattform, eine E-Commerce-Plattform geschaffen haben, indem wir Gründer fördern, die in Leerstände in der Innenstadt gehen. Trotzdem haben wir natürlich hier auch in Ingolstadt den allseits bekannten Trend, dass Einzelhandelsflächen zurückgehen in der Stadt und wir dort den einen oder anderen Leerstand haben. Wir haben einen Innenstadtprozess aufgesetzt, hier wo wir mit in einem großen Stakeholder-Dialog mit über 200 Bürgern, die sich in 18 Arbeitskreisen beteiligen, versuchen Maßnahmen zu entwickeln, wie wir unsere Innenstadt beleben und die zu einem attraktiven Ort machen. Also wir arbeiten gegen die Krise, aber letztendlich
glaube ich, wird man diesen Trend Rückgang von Einzelflächen an Handelsflächen nicht aufhalten können. Tourismus ist natürlich, da liegt natürlich da nieder. Hier ist es so, wenn wir jetzt allein in Ingolstadt mal unsere Beherbergungsbetriebe anschauen, in der Region 10 ist es etwas besser, aber in Ingolstadt ist es so, dass wir jetzt im Januar quasi auf Null sind, ein Rückgang von 90%, was die Gästeankünfte angeht, gegenüber dem Vorjahresmonat. Und Gastronomie ist natürlich auch stark zurückgegangen. Wir haben über 70% Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat jetzt im Januar gehabt. Deutlicher Rückgang der Beschäftigungszahlen. Und das wird allgemein der Bereich sein, glaube ich, wo wir die größten Einschläge sehen werden. Das ist jetzt in der Statistik noch nicht sichtbar, aber das wird nicht jeder überleben. In Summe, und das wäre dann eigentlich mein dritter Punkt, sind wir dennoch im bayerischen Vergleich hier in Ingolstadt in der Region weiter relativ führend. Wir haben natürlich einen Prozentpunkt mehr Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr, aber wir stehen in Summe immer noch sehr gut da. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass die Region, dass Ingolstadt bundesweit zu den Städten gehört, die am schnellsten aus der Krise wieder rauskommen werden. Das hat sicherlich auch mit unserer Industriestruktur zu tun, mit der Monokultur, die wir hier manchmal beklagen, aber die doch jetzt in der Krise zeigt, dass sie eben auch ein starkes stabilisierendes Element darstellt. Und damit komme ich zu meinem zweiten Teil, Blick in die Zukunft. Und da ist meine vierte These vielleicht, dass die Transformation unserer größten Wirtschaftsbranche hier, der Automobilbranche, auch in Zukunft die Basis der Wirtschaftskraft unserer Region sichern wird. Denn diese wichtige Branche ist ja mittendrin in der Transformation und treibt die voran und trieb die ja auch schon vor Corona mit Macht voran. Unser größter Arbeitgeber Audi hat hier als Teil des VW-Konzerns eine eindeutige Strategie Richtung Elektromobilität definiert und marschiert da in großen Schritten in diese Richtung. Das zweite Thema Digitalisierung wird sehr engagiert angegangen mit der Car-Software. Organisation, die ja sozusagen das neue Betriebssystem des Autos entwickeln sollen, konzernweit, und die hier in Ingolstadt auf dem InCampus, einem Innovationscampus, den die Stadt in Partnerschaft mit Audi entwickelt, ihren operativen Sitz haben wird. Das wird viele tausend Arbeitsplätze hier platzieren und auch weitere Firmen anziehen. Wir sehen da eine sehr positive Entwicklung, und das geht natürlich dann in der nächsten Welle dann auch im Bereich der Zulieferer so weiter. Meine fünfte These ist, zusätzlich müssen wir in der Region Chancen in ergänzenden Innovationsfeldern zur Transformation der Region nutzen. Und da möchte ich diesen Punkt Transformation der Region betonen. Es ist, glaube ich, ein Motto oder ein Leitmotiv, lieber Herr Landrat Gürtner, dass wir in der neuen Regierungsperiode hier in der Stadt, aber auch in den Landkreisen die Schultern schließen im Landkreis, dass wir in der ganzen Region 10 verstehen, dass wir eine Wirtschaftseinheit, eine Wirtschaftsregion sind und mit gemeinsamen Aktionen hier vorangehen müssen, um eben die Transformation zu unterstützen. Und da ist der erste Punkt natürlich, dass wir uns mit unserer Stärke beschäftigen, dass wir Stärken stärken und dass wir uns auf die Mobilität konzentrieren. Und deswegen gibt es eine Reihe von Projekten, die wir auch seitens der Stadt, der Region unterstützen in diesem Feld, wo wir versuchen, modernste Technologien in diesem Mobilitätsfeld mit dem städtischen Geschehen zu verbinden. Wir haben in jüngster Zeit zwei große Förderprojekte gewonnen. Eins heißt Kiwi, da geht es um künstliche Intelligenz im Verkehrssystem Ingolstadt. Da geht es darum, dass wir KI-Algorithmen zur Optimierung der Verkehrssteuerung einbringen und damit sozusagen weiterführen, was hier im Ampel-Informationssystem, was ja mit Audi entwickelt wurde, schon als Basis da ist. Wir haben ein großes Projekt jetzt gewonnen, auch mit Audi und unseren Hochschulpartnern hier und anderen Unternehmen, Safe Now. Da wird ein digitaler Zwilling für die Stadt Ingolstadt entwickelt als Basis für sozusagen automatisiertes und vernetztes Fahren im urbanen Umfeld. Auch ein ganz wichtiges Projekt mit ungefähr 14 Millionen Fördersumme. Und wir sind ja auch, das darf ich an der Stelle auch
sagen, mit der Technischen Hochschule Ingolstadt, der Mobilitätsknoten im künstliche Intelligenz-Netzwerk des Freistaats Bayern, was Ministerpräsident Söder ja ausgerufen hat im Rahmen der Hightech-Agenda. Da ist München das Zentrum und es gibt branchenbezogene Knoten. Gesundheit ist in Erlangen, Data Science ist in Würzburg und Mobilität ist eben hier in Ingolstadt angesiedelt. Mit Wasserstoff haben wir uns beschäftigt, weniger für PKWs, da ist ja die Marschrichtung ganz klar Richtung batterieelektrische Fahrzeuge, aber wir untersuchen hier in einem größeren Projekt, ob wir nicht die Tatsache, dass wir mit der Gunvor-Raffinerie schon einen großen Wasserstoffproduzenten vor Ort haben, nutzen können, um lokale Produktion hier aufzubauen. Und im weitesten Sinne im Bereich dieser Mobilität ist natürlich auch das Thema Luftfahrt, Urban Air Mobility, Flugtaxis sozusagen im Volksmund genannt. Hier haben wir in Ingolstadt mit den Landkreisen zusammen eine große europäische Städteinitiative gestartet, wo wir eine von vier Städten und Regionen in Deutschland sind, die sich in diesem Europakontext hier beteiligen. Wir haben über 75 Partner mittlerweile hier zusammen. Und hier ist es so, dass wir gerade dabei sind, zusammen mit dem Freistaat Bayern und mit dem Bund eine große Initiative zu starten im Bereich holistischer Air Mobility, wie wir das nennen, um hier eine Leitregion in Bayern aufzubauen, die einen ganz starken Footprint, einen ganz starken Aufschlag in Manching und Ingolstadt haben wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, wo Freistaat, Bund und die Industrie zusammen helfen, um dieses Thema zu befördern. Der Bereich Cleantech, der ganze Trend der Nachhaltigkeit, das sind auch Themen, die uns beschäftigen werden und wo noch mehr Möglichkeiten da sind. Und wir versuchen das Ganze auch ein Stück weit, diese Diversifizierung durch neue Chancen dadurch zu untermauern, dass wir uns jetzt in der Region 10 verabredet haben, eine gemeinsame Wirtschaftsstrukturanalyse durchführen zu lassen, wo wir genau feststellen wollen, welche Firmen gibt es denn genau in unserer Region, wie sind die Zusammenhänge zwischen den Firmen, wie sehen da so Wertschöpfungsketten, Wertschöpfungsnetze auf und wo gibt es vielleicht auch Hidden Champions, wo gibt es neue Themen, die man entdecken kann, die man gemeinsam mit den Unternehmen entwickeln kann, um neue Chancen zu erschließen. Und auch da freue ich mich auf den Austausch mit Ihnen allen, denn ich denke, wir werden da mit dem einen oder anderen von Ihnen auch über diese Wirtschaftsstrukturanalyse in Kontakt sein. Und dann komme ich zu meiner letzten These, die lautet, die Gewinnung von Fachkräften für die Region ist die zentrale Aufgabe zur Zukunftssicherung. Denn bei all diesen Themen, die wir hier betrachten, sowohl Transformation der Automobilindustrie, aber auch Nutzen von Chancen in benachbarten Innovationsfeldern, kommt es entscheidend darauf an, dass es uns gelingen wird, Menschen in die Region zu ziehen und auszubilden, die das vorantreiben können. Es war im November eine Prognosestudie im letzten Jahr im Handelsblatt und dort wurde ausgeführt, ich zitiere, in Zukunft wird es für eine Region nicht mehr ausreichen, lediglich attraktiv für Arbeitgeber zu sein. Das war das alte Paradigma der Wirtschaftsförderung, als es vor allem galt, Unternehmen zu den Menschen zu locken. Und es wird dann weiter ausgeführt, in Zukunft wird es mindestens ebenso wichtig, die Menschen zu den Unternehmen zu locken. Und ich glaube, das ist eine ergänzende Denkweise, die wichtig wird in der Zukunft. Und deswegen kümmern wir uns um das Thema Hochschulausbau in Ingolstadt, aber auch in der Region. Wir greifen neue Felder auf, zum Beispiel im Bereich Life Sciences hier. Wir werden ein neues Institut für angewandte Mathematik hier in Ingolstadt haben von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Aber für dieses Thema Menschen zu den Unternehmen locken sind auch andere Faktoren wichtig. Ein gut ausgebauter ÖPNV und weiche Standortfaktoren wie Kultur, wie eine lebenswerte Altstadt, eine Innenstadt. Dinge, die auch im Tourismus wichtig sind, Naherholungsqualität. Das sind alles Punkte, die wir gemeinsam hier angehen müssen, um auch in Zukunft hier eine attraktive Region sein zu können und die Zukunft für uns gewinnen zu können. Damit bin ich durch mit meinem Statement. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, grüße Sie nochmal herzlich aus Ingolstadt und wünsche der Veranstaltung jetzt weiter einen guten Verlauf und freue mich auf den interessanten nachfolgenden Vortrag. Dankeschön.